Hallöchen, willkommen zurück zu Let's Play Together Star Wars The Old Republic. Hi ho. Servus. Hi. So, wir hüpfen hier immer noch durch das Glarus-Tal auf Alderaan. Was haben wir hier? Illegale Aneignung? Imperiale Alarm 273, Alderaan gehört dem Haus Tool. Diese Tatsache steht außer Frage. Bla bla bla. Pantiergenerator zerstören. Okay. Was ist das denn? Irgendwo da unten. Ah ne, da drüben. Ach so. Quasi nochmal Vektor-Quest für die Pantherzuflucht, falls man es vorher verkackt hat. Aber wir haben hier ja immer noch die eine H4. Also dann doch nach Elysium. Die Plattformen sind geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Was muss man da überhaupt machen? Platziere Beweise an Organa und Jedi-Leichen. Also umkloppen und dann die Leiche benutzen, oder wie war das? Das klingt so verkehrt, wie du das formulierst. Die Leiche verwenden? Besser? Den Gegenstand an der Leiche anbringen. Okay. Denn du schiebst den ja belastenden Ulgo-Insignien unter. Steht da, wenn man da hovert über dem Gegenstand. Hier oben war ich noch nie. Ah, okay. Cooler Ausblick nicht eigentlich. Nicht kotzen. Naja, Höhenangst habe ich nicht. Höchstens die Angst vorm Fallen. Das sagt meine Mutter auch immer. Die Höhe macht dir kein Problem. Die Tiefe. Die Tiefe ist das Drama. Ja, naja, wie war's? Geschwindigkeit ist eigentlich auch kein Ding. Nur das spontan stationär werden. Das erwischt dich. So, können die irgendwas... Ach, einfach rein, oder? Ja. Das ist ganz schlecht, Dieter, glaube ich. Wieso? Dann hat auf jeden Fall er die Agro und nicht ich. Schnickschnack. Also das mit der verbesserten Performance nehme ich zurück. Ich bin hier wieder auf 16 FPS runter, teilweise im Kampf. So. Hier war Dings-Bonus, glaube ich. Dings-Bonus? Oder? Ja. Ich mache das mal für euch. Dankeschön, dankeschön. Du machst das großartig. Aber vergiss doch nicht, die Dinge an den Leichen zu benutzen. Erzählen sowieso für alle. Tun sie das? Ja. Ah, okay. Links? Ja, von rechts kommt schlecht. Also links. Haben die den bedrohlichen Schrei verkackt? Irgendwie haben gerade drei gleichzeitig resistet. Oder funktioniert der... Du musst in der Tankhaltung. Ach, der geht nicht mehr in der ohne Tankhaltung, oder was? Genau. Richtig. Das ist dann ein Aqua-Reducer. Ach, stimmt, da war ja was. Deswegen heile ich mir auch gerade die Finger wund. Nee. Warte. Geh ich dafür halt in Soreso. Der Cooldown auf den Dingern geht mir ein bisschen auf die Nerven.
stehen bei den drüben Bonusdinger? Nee. Mhm. Was? Wo? Da, hier. Vis-à-vis. Ach, da oben drauf. Ah, alles klar. Der ganz links fokussiert mich. Okay. Okay, die haben schon alle. Ja, ach, machen wir die Gruppe hier einfach. Ich weiß nicht mehr, musste man da irgendwo hinten noch einen Boss besiegen oder sowas? Muss man sich komplett durchprügeln? Gute Frage. Ich habe die hier bisher, glaube ich, nur zweimal gemacht oder so. Ich habe die einmal alleine gemacht. Okay. Die Hunter. Ist auch schon ewig her. Ach, hier vorne steht wieder. Ja, wir müssen weiß, aber glaube ich sowieso da hoch, wenn ich mich recht entsinne. Ah, ich weiß es halt nicht mehr. Ja, wir müssen glaube ich da rein. Ohne den ganzen kleinen Kram zu machen, einmal quer durcharbeiten. Die drei da vorne an der Kante, Vorsicht links, ich weiß nicht, wie groß der Aggro-Radius ist. Da wir da eben im Zickzack durch sind. Okay. War mal so frei, den einzuschubsen. Wir müssen ja eh noch mindestens eine Gruppe machen.
Nö, kehrt zurück. Okay. Mhm, okay. Gravitationsexpress oder vorkämpfen zum Taxi? Ist einfach schnell durchgelaufen. Oh, es ist nur die eine Gruppe hier. Vielleicht kommen wir sogar links über die Mauer. Jo. Könnte gehen. Tada! Na cool. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Habt ihr eigentlich einen Release-Termin schon rausgehört von der neuen Star Wars-Serie? Wie hieß sie? Rebellion? Mhm. Weil die soll ja irgendwie auch mit Extended Universe Sachen mit aufgreifen, also die Sith-Inquisitoren, also, oder beziehungsweise die imperialen Inquisitoren und sowas. Wenn ich es richtig verstanden habe, geht's irgendwie um eine Crew von einem Ex-Jedi und irgendwelchen Schmugglern, zumindest wirkt es so bei der Charaktervorstellung, die sich dem Imperium widersetzen. Also es könnte eventuell. Ist das wieder Zeichentrick oder was soll das werden? Ja, so wie Clone Wars, genau. Ja. Also 3D-Animation. Es wirkte halt auch so von der Charaktervorstellung so ein bisschen kindgerecht. Aber mal gucken, vielleicht könntest du einen kleinen Han Solo-Charme mit reinbringen. Meine Späher berichten, dass ihr erfolgreich wart. Die Übertragungskanäle der Organas sind voll von Hassreden. Jede beschwichtigende Stimme, auch die der Jedi, wird vom Zorn auf das Haus Ulgo weggefegt. Dass sie sich untereinander bekämpfen, wäre wohl des Guten zu viel. Aber dieser Hass leistet uns einen guten Dienst. Das nächste Mal helfe ich nicht mehr aus. Seid damit getröstet, dass die Abscheu, die ihr fühlt, nur ein Bruchteil dessen ist, was die Organas und Jedi fühlen. Ich werde beobachten, wie die Situation außer Kontrolle gerät. Wenn die Furcht und der Zorn anhalten, werden wir die Taktik erneut anwenden. Je länger sie nicht an das Haus Tuul denken, desto länger können wir agieren. Dann kann das Endspiel beginnen. Bruha. Grazi. GZ. So, dann jetzt irgendwie gehen Südwesten, nicht wahr? Schloss Organa Zentralturm, das dürfte meine Klassenquest sein. Und vorher geht's noch rüber zum Sturz des Hauses Cortez. Na dann, kommt man hier drüben überhaupt wir raus? Nicht. Nein. Hier vielleicht? Ja. Oh, Kaffhunde. Weißt du denn einen Termin, wann das von Dark Horse auf Marvel übergeht? Nee, weiß ich auch nicht. Aber hier, Dawn of the Jedi machen sie noch fertig, oder? Keine Ahnung, 3 ist angekündigt, der dritte Band. Waren da nicht sogar schon die ersten Kapitel so raus? Ja, ja, ich hole mir ja immer die Sammelbände. Ja, die Tour. Das musste sein, von denen muss ich noch über 100 töten. Wohl an denn? Na dann. Schnapp, schnapp, Flügel ab. Aber heute nicht mehr, oder? Nee, nee, heute nicht mehr. Alles on screen. Noch schick blauen Stein da rausgepresst. Ich hab sie dann vor Augen, wie sie mit der Knoblauchpresse an diesen Leichen rumtupft. Er nimmt das einfach nur wie ein Handtuch und wringt sie nochmal richtig aus, die Viecher. Ja, ja, wie beim Holunder-Sirup kochen.
So, ja genau, dich hatten ja deine angeblichen Verbündeten, gut, wobei du dich da auch so ein bisschen eingeschummelt hast, ja verraten. Und jetzt musst du erst den Generator ausschalten, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und da muss ich Vector dabei haben. Okay, wer von euch will draußen bleiben? Ich warte. Okay. Ich pack dich mal aus der Gruppe, das funktioniert dann gleich mit Vector besser. Hallo, Vector. Wie können wir helfen? Ach, der ist so knuffig. Wir haben Eier abzuliefern. Ja, sehr schön, Vector. Ach stimmt, die sollen das Ganze ja irgendwie zu knabbern, oder? Die Fingerlinge müssen da rein, ja, ja. Ich kann ja wieder auf Shien wechseln, nehme ich an. Hört ihr seine Sprüche eigentlich auch? Nee, leider nicht. Na, manchmal klappt das. Wir haben noch nicht rausgekriegt, unter welchen Umständen. Ja, ich glaube, das ist immer auf bestimmte Zonen beschränkt. Also da müssen die wohl irgendwelche Flags anders gesetzt haben. Oh Mann. Bin ich hier von bei Bofrost oder was? Schön finde ich, wenn du diese Liegestütz-Animation hast, steht dein Begleiter neben dir und guckt zu und wackelt mit dem Kopf mit. Siehst du das? Ja. Und noch eine, und noch eine, und noch eine für die Mutti. Mutti? Bitte. Eine für Mama, eine für Papa. Musst du die Eier hier irgendwo anbringen oder erst am Ende? An den Generatoren. Ach, hier sind schon welche, oder wie? An den Generatoren hinten. Hier haben wir eine Killquest. Okay. Das ist ja quasi in der letzten Dialogsequenz auch so gesagt worden. Ja, dass du es an die Generatoren anbringen musst, ist mir schon klar. Nur nicht, ob die hier ganz am Ende der Instanz oder der Phase sind oder ob die hier drüber quer verteilt sind. Das hier rechts könnte zum Beispiel schon irgendwie ein Generator sein. Ich hätte gern meinen Orbi. Naja, dauert noch ein bisschen, ne? Yep. Aber Quentin ist ja bald soweit. Ich will gerade, wann kriegt man den? 48? Ich meine ja. Und du müsstest jetzt 46 sein oder so? Nach wie vor, ja. Da ihr ja gleich 10 Folgen vorgelegt habt, wird das wohl auch so schnell sich nicht ändern. Naja. So viel musst du davon ja nicht machen. Also in den 10 Folgen war ja der Großteil Aktabschluss. Ja, aber das heißt ja, dass ich dann eine ganze Weile nichts mache mit ihm. Ach so, ich dachte im Sinne von, wir kommen nicht zur Aufnahme. Ja. Wie laufen wir jetzt erstmal? Ach so, ja, ändert ja nichts dran, dass wir aufnehmen könnten, theoretisch. Ne, wenn wir welche haben. Ich beschwere mich nicht. Sonst haben wir wieder bei Pech 2 Monate Pause.
Sind wir bald da? Willst du jetzt ein Eis? Sind wir bald da? Aber gegen ein Eis würde ich ehrlich gesagt nichts einwenden. Oh, ich habe hier wieder meine Langnese-Sammlung. Gar nichts. Das muss ich nachher gleich mal ändern. Was heißt Langnese-Sammlung? Ich mag die Cremissimo-Sorten. Okay. Interessanterweise bin ich damit auch gar nicht mal so alleine. Na, und hatte mich eingedeckt. Also ich habe jetzt die Auswahl zwischen Bananasplit, Tiramisu und Vanille mit roter Grütze. Ui. Schreck wie wieder in der Agenten-Phase hier die Kriegersachen droppen. Großartig. Ja, nee, der wusste halt, dass Gaffo ein neues Hörgerät braucht. Wobei der Grundton, den man jetzt hier so hört, das ist nicht dein Hörgerät, das ist quasi der Generator. Ah. Ja. Ich dachte schon, ich werde bekloppt. Du bist bekloppt. So, und da in der unteren Etage, da sind die Generatoren. Kriegen wir das ja in der Folge tatsächlich noch irgendwie rum? Die hat schon Überlänge. Ich höre schon wieder dieses leise Mami. Ja. Das ist alles mein Upload. Ja, oder der meiner Hochschule. Warum Ziel nicht sichtbar? Because. Ich kriege nicht rein. Ja, das Problem haben viele. Na, jetzt geht's. Wie geschmiert? Es wird nicht besser. Was du schon wieder denkst, das ist ja unfassbar. Wieso, was denke ich denn? Eis. Siehst du? Was haben die gegen mich? Nichts Wirksames. Wollen die mich alle kalt machen? Ich hatte neulich Batman Forever. Nee, Moment, welcher war das? Batman und Robin geschaut. Mhm. Mit den wunderbar schlechten Mr. Freeze Puns. So. Ja. Muss er nach oben oder ist das hier oben? Okay. You know what killed the dinosaurs? The Ice Age! Gesundheit. Mhm. Macht ihr doch mal den Droiden? So, war das jetzt endlich das letzte Mal eingefroren hier? Tada! Gott, die verstehen sich schon blind. Ja, mit den Augen sieht er auch nicht viel. Granate! Wenn ich sowas mit Rührei in der Küche mache. Kommen auch so viele Insekten an. Die dezente Schiffssirene wieder. So. War's das? Wo musst du jetzt hin? Ach, das habt ihr wieder nicht gehört, ne? Er hat mir gerade noch gesagt, die Fingerlinge haben die Energiegeneratoren zerstört, such mir Baronin Chai.
Alles klar, also muss wieder rüber. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge und laufen dann offscreen raus. Bis zum nächsten Mal. Stay frosty. Bye, bye. Bis dann.